Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, ein Mönch des Stiftes Heiligenkreuz. Dort unterrichtet er an der Hochschule Benedikt XVI. Da kann man wunderbar Theologie studieren. Da gibt es auch viele Priesteramtskandidaten, aber nicht nur. Und er ist der Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Pater Karl, in die Osterzeit fällt ja immer der gute Hirtesonntag und immer anlässlich dieses guten Hirtensonntags gibt es ja auch den Weltgebetstag um geistliche Berufungen. Papst Franziskus oder der jeweilige Papst verfasst immer eine Botschaft dazu. Es geht darum, dass wir um geistliche Berufungen beten unter Frauen und unter Männern, die dann gute Hirten sind, die die Gläubigen führen, nicht verführen. Das ist das große Thema. Das ist das Thema jetzt unserer Sendung, geistliche Berufungen oder auch Priesterberufungen. Aber zunächst mal eine Zuschrift. Liebe Stunde der Seelsorge, folge mir nach, sagte Jesus. Und er, sie, folgte ihm auf der Stelle nach. Dies wiederholt sich in der Bibel mehrmals. Ist das wirklich so gewesen, dass Menschen alles stehen und liegen ließen und hinter Jesus hergingen? Oder ist das nur symbolisch für einen langen Prozess einer Berufung? Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also die Bibel berichtet das sehr, sehr intensiv, und zwar in allen vier Evangelien, ganz eindeutig, dass ein Blick, ein Auftrag, eine Begegnung mit Jesus genügt hat, um ein Leben völlig aus der Bahn zu werfen und in die Nachfolge Christi einzuladen. Am ausführlichsten wird es geschildert im Johannesevangelium. Ihr könnt es gleich im zweiten Kapitel nachlesen. Nicht, also da kommt Jesus nicht und dann kommen die Jünger und der eine führt den anderen jetzt eben zu Jesus. Und dann fragen die Jünger ihn aber, Meister, wo wohnst du? Und Jesus antwortet, kommt und seht, kommt und seht. Ja? Und Johannes Paul II., der Große, der Heilige, hat gesagt, das ist das wichtigste Wort für Berufungen. Also die jungen Leute müssen sehen, ja, wie die Nachfolge Jesu geht. Deshalb, lieber Thomas, wir alten Priester sind ganz wichtig, dass die Jungen jetzt eben sehen, wie das geht und dass es geht. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass es geht, ja, dass die Nachfolge Christi jetzt eben geht. Aber tatsächlich ist Berufung etwas total Übernatürliches. Sie wird dann auch geprüft, auch im Evangelium, da kommt ja der Karfreitag. Die gehen ja dann alle wieder zurück zu Haus und Familie und Fischernetz, nicht? Aber eben bei diesen, was da geschildert wird, am Beginn aller vier Evangelien, also Jesus kommt mit einer Souveränität, ja, und ich glaube, jeder, der eine Berufung in sich trägt, der weiß das auch, was das für eine souveräne Herausforderung ist, was das für ein Getroffenwerden ist, ja, von Gnade, auch von Herausforderung. Also es ist so das Gefühl, man steigt aus einem fliegenden Flugzeug ohne Fallschirm aus. Ja? Und man hat nur die Hände Gottes, die einen tragen. Aber es ist wirklich eine sehr aufregende Sache. Ich möchte in meiner Funktion als Nationaldirektor für die päpstlichen Missionswerke darauf hinweisen, dass wir ja, ich bin Nationaldirektor für vier Werke, ja? Und ein Werk ist eben auch die Förderung der geistlichen Berufungen, das Werk des Apostels Petrus. Und deshalb haben wir als eine unserer Aufgaben formuliert, wir helfen Priestern in die Zukunft. Oft weiß man das nicht, dass wir derzeit zum Beispiel 410.000 Priester weltweit haben und dass wir 113.000, ich weiß jetzt nicht genau die neuesten Zahlen, 113.000, sagen wir mal, Priesterstudenten haben. Wir haben 113.000 junge Männer, die sich in den Seminarien und Noviziaten auf das Priestertum vorbereiten, und die Zahl der Berufungen wächst in Afrika stark. Bei uns in Europa hat sie sich faktisch jetzt eben wieder solidiert. Also ich muss sagen, unsere Seminare in Wien haben einen Höchststand wieder. Also es ist Heiligenkreuz, wir haben 13 Kandidaten derzeit. Also man muss viel beten auch. Ja, also so tragisch schlimm schaut es nicht aus. Allerdings, also es ist ein großer Rückgang in den letzten Jahren, gerade in den europäischen Ländern. Und wir jetzt ist auch das Phänomen, dass viele Priester natürlich, die jetzt alt sind, dass die Zahl in Europa jetzt sehr schnell schmilzt, eben weil durch die Überalterung jetzt viele aufbrechen in den Himmel. Also ich habe ja auch nicht mehr allzu lang, bis ich dann, ja, also wir werden halt älter. Und ja, aber auf jeden Fall, es ist wirklich wichtig eben zu sehen,
Eine Berufung ist etwas Übernatürliches. Sie erfolgt durch einen persönlichen, übernatürlichen Ruf Jesu und sie ruft einem heraus, ja, aus der Normalität des Lebens in diese Nachfolge Christi und dann eben durch die Weihe in den Dienst für das Volk Gottes. Pater Karl, immer wenn du auf dein Alter kommst, dann möchte ich dich daran erinnern, dass man heutzutage in der katholischen Papst mit Mitte 70 und später wird, also du bist noch ein Jungspund und hast die besten Jahre noch vor dir. Und so sind wir bei Papst Franziskus, der hat ja wieder eine Botschaft verfasst zum Weltgebetstag um geistliche Berufung. Das ist der 60. Das ist begründet worden 1964 von Papst Paul dem 6. Und dort schreibt er auch drüber, ich weiß, ob du die Stelle schon kennst. Ich glaube, das ist interessant auch für dich. Da schreibt er drüber, dass Berufung ganz unverhofft aufbrechen kann. Und da schreibt er über sich selber. Er schreibt, so war es bei mir am 21. September 1953, als ich auf dem Weg zum jährlichen Studentenfest das Verlangen verspürte, in die Kirche zu gehen und zu beichten. Dieser Tag veränderte mein Leben und prägt es bis heute. Aber der göttliche Ruf zur Selbsthingabe bahnt sich seinen Pfad allmählich im Laufe eines Weges. Wenn man mit einer Situation der Armut in Berührung kommt, in einem Moment des Gebets, dank eines klaren Zeugnisses für das Evangelium, dank einer Lektüre, die unseren Geist öffnet, wenn wir ein Wort Gottes hören und es als uns an uns gerichtet wahrnehmen, im Rat eines Bruders oder einer Schwester, die uns begleiten, in einer Zeit der Krankheit oder Trauer, die Fantasie Gottes, der uns ruft, ist unendlich. Schönes Zeugnis vom Papst also in dieser Botschaft. Ja, die Berufung von unserem jetzigen Papst Franziskus, Jorge Bergoglio, ist ja legendär, nicht? Er hat sie mehrfach schon geschildert. Es war ein Fest des Apostels Matthäus, er hat ganz was anderes studiert, ich glaube irgendwas Technisches und so, und kommt an einer Kirche vorbei und es wird dieses Evangelium verkündet, wo Jesus den Levi, den Matthäus, ja, Matthäus vom Zollschranken ruft und er hat ja auch als Wahlspruch genommen, miserando atque eligendo. Ja, also leider muss ich sagen, sind die Wahlsprüche der Päpste, von Johannes Paul haben wir das alle gewusst, totus tuus. Ja. Von Benedikt dem 16., Cooperatoris Veritatis, schon fast nicht mehr, also Mitarbeiter der Wahrheit. Und jetzt von Papst Franziskus höre ich auch wenig Predigten und Auslegungen, obwohl ich das ganz toll finde. Also miserando durch Erbarmen, atque eligendo und durch Erwählung. Ja, also das ist eine Wortkonstruktion. Also ich bin Priester und ich bin Mensch, ja, weil Gott sich meiner erbarmt und weil er mich gewählt hat. Ja. Und das gefällt mir deshalb sehr, weil ich habe als Primitspruch dieses Johanneswort aus Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und jeder, der eine Berufung in der Kirche bekommt und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass ich mich sehr bedanke auch für die vielen Zuschriften oder Meldungen, die ich bekomme, dass auch Priester und Ordensleute, Schwestern, sogar Bischöfe diese Stunde der Seelsorge sehen. Und deshalb möchte ich euch, die jetzt zuschaut und die eine solche Berufung angenommen habt und die einer solchen Berufung auch folgt, es, glaube ich, liegt für uns immer etwas Demütigendes drinnen, eine solche Berufung zu bekommen. Denn ein Gefühl ist bei mir ganz stark da, ja, obwohl mir der liebe Gott, glaube ich, einige Talente gegeben hat. Aber ich habe das starke Gefühl der totalen Unwürdigkeit. Und manchmal denke ich mir auch, ja, lieber Gott, warum hast du mich genommen, wo ich doch das so wenig kann, ja, und wo ich doch, also miserando, ja, es ist immer seine Barmherzigkeit. Der Schwache hat Gott erwählt, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, um der Starke zu beschämen. Das, was nichts ist, hat Gott erwählt, um das, was etwas ist, eben zu beschämen. Ja, und ich glaube, das Gefühl dürfen wir auch haben. Und wir sollen uns dadurch nicht frustrieren lassen, wenn wir merken, mir hat einmal ein Priester sehr geholfen, der bei Priesterexerzitien gesagt hat, weil wir Priester uns oft selber wegen unserer Sünden und Defizite, wegen der Cholerik und auch wegen der Versuchungen, die wir haben, oft selber gar nicht mögen können, hat gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr Jesus euch liebt. Ja? Er liebt euch nicht wegen eurer Talente, sondern er liebt euch deshalb, weil er euch erwählt hat.
und er macht euch zu Werkzeugen. Und wenn ihr das annehmt, ja, dass ihr schwache Werkzeuge seid, dann kann er durch euch Großes und Starkes jetzt eben tun, nicht? Und ich glaube, das steckt für mich sehr, sehr stark in diesem Wahlspruch von Papst Franziskus drinnen. Ich finde, das ist einer der schönsten Wahlsprüche, die ich überhaupt kenne. Miserando ad veligendo. Also weil Gott sich uns erbarmt und weil er das Schwache erwählt und weil er es eben erwählt, ja, und weil er uns braucht, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir ihm zur Verfügung stehen, weil wir Werkzeug jetzt eben werden. Und das ist das Wesen einer geistlichen Berufung, dass ich aus dem Ich, ja, meiner selbst heraustrete und zu einem Werkzeug des Du, Jesus Christus, werde. Auf dem Portal der Katholischen Bischofskonferenz in Deutschland, katholisch.de, gab es einen Beitrag, der uns wieder in die Realität holt. Der fängt so an: Die Zahl der Priesteramtskandidaten sinkt rapide, nicht nur in Deutschland. Auch das größte katholische Bistum Europas hat Probleme bei der Ausbildung von Neupriestern. Gemeint ist Mailand. Demnach lebten im Studienjahr 2013-14 noch 150 Theologiestudenten im Mailänder Priesterseminar. Im laufenden Studienjahr 2022-23 sind es ganze 78. Die Zahlen gehen weiter zurück. Mit mehr als 5 Millionen Katholiken und mehr als 1700 Diözesanpriestern ist das Erzbistum Mailand die mit Abstand größte Diözese Europas. Als eine Antwort auf den dramatischen Rückgang an Neupriestern hat der Mailänder Erzbischof Mario Del Pini eine Reform der Priesterausbildung angekündigt. Unter anderem sollen die Seminaristen künftig das dritte von 5 Studienjahren in Kleingruppen in einer Pfarrei wohnen. Na, also bitte, Europa ist Krisengebiet Nummer 1. Wir haben in Italien auch 1,2 Kinder pro Frau. Ja, also die Bevölkerung dort ist am Aussterben. Das muss man einfach realistisch auch sagen. Aber wir haben tatsächlich eben jetzt auch in früher sehr blühenden Regionen Europas, was die Berufungen, aber auch die Gläubigkeit vor allem betrifft, haben wir dort mittlerweile eine Normalität, die eben dieser Säkularisation entspricht, etwa in Polen oder in der Slowakei. Ich hatte noch in den 1990er Jahren, wo ich Pfarrer war, da habe ich immer slowakische Priesterstudenten bei mir gehabt im Pfarrhof, die haben Deutsch gelernt, das war sehr schön, die Sommer dort, die sind jetzt alle Pfarrer. Und ich habe das auch gesehen, wie ich dort bei den Priesterweihen damals war. Das war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Bratislava. 25 werden da geweiht, ja, 23, 28, riesige Zahl. Mittlerweile sind die bei 2-3 pro Jahr. Ja, also es ist dort wirklich auch ein dramatischer Rückgang. Ich höre von Polen Ähnliches. Und Italien ist ja schon lange im Krisenmodus, was die Berufungen jetzt eben betrifft. Wir haben ja manche Diözesen, die keine Berufungen haben in Italien, obwohl die Italiener selbst an und für sich ein gläubiges Volk sind. Aber was soll ich dazu sagen? Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen was sagen darf, ja. Weil ich muss ein bisschen Werbung auch für unsere Priesterpatenschaft machen. Wir haben in Afrika, in Asien, war gerade in Pakistan nicht übervolles Seminar mit 160 Seminaristen und so weiter. Alles in einem miesen Zustand und so weiter. Wir machen Werbung für die Priesterpatenschaften in Afrika, wo die Berufungen sehr stark weiterhin wachsen. Ja, und wir haben übervolle Seminare. Das ist mein Thema. Europa habe ich eine eigene Sicht, die ich auch sagen möchte. Wir brauchen hier ein Laientum, das verkündigungsfähig ist, weil wir seit dem 19. Jahrhundert eine Überdichte von Priestern hatten, die auch dazu geführt hat, dass wir kein missionarisches Laientum haben. Meine These für Europa, weil man uns dauernd eben von pastoraltheologischer Seite gesagt hat, Priestermangel, Priestermangel, Priestermangel und so weiter. Also meine These ist Gläubigenmangel, Gläubigenmangel, Gläubigenmangel und zwar Nichtgläubige, die sich in die Kirche setzen und jetzt von vorne jetzt eben bespielen lassen durch Priester oder durch eben irgendwelche Funktionäre, um das mal jetzt so zu sagen, ja, so gut das sein kann, nicht, sondern sich nicht bespielen lassen, sondern wir brauchen ein Erwachen des Laientums. Wirklich meine These für die Rettung der Kirche in Europa ist, dass wir ein Laientum brauchen, ja, das wirklich katechetisch verkündigen, den Glauben weitergeben, missionarisch ist, in den Familien, in den Schulen, ja, in den Gemeinschaften und so weiter. Wir brauchen Katechistinnen und Katechisten, wir brauchen wirklich ein Laientum, auch mit Respekt gegenüber dem sakramentalen Amt des Priestertums. Also es würde jetzt ein bisschen weggeben von dem Thema. Ich möchte noch einmal Werbung machen. Bitte, ich suche 1000 Priesterpatinnen und Priesterpaten pro Jahr bei Missio Österreich. Das sind
Täglich ein Gebet ist ganz wichtig. Ist nur die letzten 4 Studienjahre von den 9 Ausbildungsjahren, die wir in Afrika haben, die abgedeckt werden damit. Ja, und zwar 50 Euro im Monat, eben auf 4 Jahre. Bitte tut es euch zusammen, wenn es das selber nicht schafft, aber bitte macht es Priesterpatenschaften. Muss dazu auch sagen, das hat Mission Österreich, muss auch sagen, Mission Aachen hat das auch, ja, Priesterpatenschaften, weil viele aus Deutschland zuschauen, aber eben ich spreche für Mission Österreich und kann natürlich nur die Themen immer bringen, die ich direkt vor der Nase jetzt eben habe. Aber wenn es um Priesterberufungen geht und wenn euch das ein Anliegen ist, ja, dann bitte eben schaut euch wirklich die Situation an, die wir haben. Wir kommen nicht nach damit, Priesterseminare in Afrika auszubauen oder neu zu bauen, ja, in den Ländern des Südens, weil es dort viele Berufungen gibt und weil es dort wirklich um die Unterstützung durch Gebet, aber natürlich auch durch Spende geht, damit die diese gute Ausbildung jetzt eben schaffen. Geschätzter Pater Wallner und Pfarrer Rimmel, was täten wir ohne Sie und Ihr Team? Die Stunde der Seelsorge ist so eine Bereicherung. Großes herzliches Danke dafür. Meine Frage: Im Matthäusevangelium steht, da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Verstehe ich das richtig, dass der Herr uns einlädt, um Priester zu bitten? Bei uns im Dorf ist seit Jahren einmal pro Woche eine stille Anbetung um Berufungen als Arbeiter im Weinberg des Herrn. Seit Gender überall sich aufdrängt, wird um Berufungen als Arbeiterinnen im Weinberg des Herrn gebeten. Sind wir da noch auf der Spur Jesu, Gottes Segen für Sie mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Also man muss dazu mal sagen, ja. Also lassen wir diese Gender-Sache mal weg jetzt. Priestertum ist etwas, der Dienst eben wird durch das Männliche ausgedrückt, ja. Die Kirche ist weiblich, also der Priester dient eben jetzt der Kirche, ja, also dem Gesamtorganismus, deshalb auch also diese Gebundenheit jetzt eben an das Geschlecht, das auch unser menschgewordener Herr und Erlöser Jesus Christus angenommen hat, den sie ja repräsentieren dann die Priester. Also auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Also diese Stelle im Matthäus-Evangelium, da geht es wirklich unter diesen weiten Begriff um die Arbeiter. Also da steht nicht bittet um Priester, sondern bittet um Arbeiter im allgemeinen Sinn. Selbstverständlich eben jetzt das sakramentale Dienstamt, der ja, ist ein Dienst eben jetzt und damit auch eine Arbeit für die Kirche. Aber man darf es schon weiter auch sehen, weil eben meine Erfahrung ist, in Afrika wird die Kirche getragen von den Katechistinnen und Katechisten. Ich habe schon genannt, wir haben 410.000 Priester, geweihte katholische Priester weltweit. Wir haben aber 3,2 Millionen Katechistinnen und Katechisten in den Ländern des Südens, keine in Europa. Ja, also das kann man sich deshalb hier auch schwer vorstellen, wie die Gemeinden dort geleitet werden, wie die den Glaubensunterricht geben, wie die die Verantwortung tragen auch für die Gemeinden, wie dort eben ein Gottesdienst zum Beispiel geht, wo die Gemeinde schon singt oder wo der Katechist schon eine Stunde lang die Kinder unterrichtet hat und dann kommt der Priester halt und dann wird die sakramentale Eucharistie gefeiert, ja, in die Gemeinde hinein. Und nicht, dass man wartet, bis läutet und wenn kein Pfarrer kommt, dann kommt halt niemand oder dann hat man eben solche Ersatzformen eben jetzt. Also es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das Wort Jesus so nehmen, wie es gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter und Arbeiterinnen von mir aus, da habe ich in dem Fall nichts dagegen, ja, jetzt eben sendet, dass wir dabei aber besonders eben jetzt an die denken sollen, die durch einen übernatürlichen Ruf, und das Priestertum ist ein übernatürlicher Ruf, wird auch durch ein Sakrament jetzt eben bestätigt und gegeben, das Priestertum. Das nimmt man sich nicht selbst. Du brauchst die Annahme durch die Kirche, du brauchst eine sehr intensive Ausbildung dafür, du brauchst die charakterliche und die moralische Eignung dafür. Also es gibt sehr viele Bedingungen auch, um Priester jetzt eben zu werden. Und du brauchst vor allem eine Berufung. Also du kannst es nicht selber nehmen, das Priestertum. Es ist kein Job, es ist eine Berufung. Und dass wir da im Besonderen, dass das besonders sich auf Priester bezieht, selbstverständlich. Aber eben noch einmal, an dieser Matthäusstelle steht eben jetzt von Arbeitern. Und das ist schon in einem allgemeinen Sinn zu verstehen, weil eben, wenn wir nur Priester haben, aber wir, wie soll ich sagen, keine Resonanz eben jetzt in einer missionarischen Dimension des Laientums in der Kirche haben, also dann wird es auch nicht weitergehen.
Wir haben eine längere Zuschrift, ein paar Gedanken daraus, ohne Anrede, aber unten doch mit freundlichen Grüßen. Wenn sich etwas ändern soll in der katholischen Kirche, müssen wir den Papst Franziskus in Frömmigkeit und Demut folgen. Gewollt in einem Stall geboren und die ersten Zeugen waren obdachlose Hirten. Es gab auch fromme Pharisäer sowie Schriftgelehrte, aber er wollte diese Fischer, die zum größten Teil Analphabeten waren, auf die er seine Kirche baute. Wir sollten in die Priesterseminare alle aufnehmen, die Priester werden wollen und nicht auf Abitur und sonstiges Wissen bauen. Demut kann man lernen von dem Pfarrer von Ars, Nikolaus von der Flüe, Therese von Lisieux, Philipp Neri, Mutter Teresa und so weiter. Und dann noch den Satz, auch von Franz von Sales können wir vieles lernen. Wir brauchen keine Priester, wir brauchen gute Priester mit freundlichen Grüßen. Also ich bin Rektor einer Hochschule gewesen, 19 Jahre, ja, und ich unterrichte Dogmatik und ich muss wirklich sagen, also die intellektuelle Dimension in der Ausbildung, die darf man nicht abwerten. Also ich bin absolut dafür, dass eben jetzt die Priester werden, wirklich gut studieren und dass sie wirklich intellektuell gut ausgebildet werden, weil ich sage, es kommen dann auch emotionale Phasen im Leben, wo du, wie soll ich sagen, wo dich nur jetzt eben das Hirn dabei hält, ja, wo die Emotionen wegbrechen, gibt Frustration, Emotionen kommen ja und gehen und so weiter, Versuchungen sind Emotionen und so weiter. Und wo dich nur jetzt eben der feste Hirnglaube, ja, also der Intellectus Fidei jetzt irgendwie dabei jetzt eben hält. Also da kann ich nicht ganz zustimmen, aber von der Richtung her hat der Schreiber oder die Schreiberin natürlich recht. Das Wichtige ist, dass Priester jetzt eine Herzensformung haben. Und wir sehen sie eben beim Pfarrer von Ars, der übrigens kein Dümmling war. Ja, ich war jetzt zweimal hintereinander in Ars, weil unsere Pauline Marie Charicoya, die seliggesprochene, der Musical, ich möchte einladen, bitte kommt aus Deutschland auch zu unserem Musical oder aus der Schweiz, es ist so großartig. Wir haben noch Aufführungen in ganz Österreich über unsere selige Gründerin. Es ist fantastisch, Kinder spielen das Leben der seligen Pauline Marie Charicot. Was wollte ich jetzt sagen? Also das war kein Dümmerchen, der Pfarrer von Ars. Das war ein ringender, aber eben ein sehr pfiffiger, ja, sehr, sehr schlauer und kluger, weiser Mensch, ja. Also Weisheit, ja, ist auch, glaube ich, wichtig, was Priester brauchen. Wo ich der Schreiberin zustimmen würde, ist, dass es eine gewisse Gefahr ist, wenn nur das Intellektuelle jetzt eben im Vordergrund steht, weil wir ja auch große Defizite bei uns im deutschen Sprachraum im Predigtwesen haben. Unsere Predigten sind oft so, entschuldige, wenn ich jetzt, liebe Mitbrüder, wenn Sie zuschaut, nehmt es vielleicht als Kritik trotzdem. Wenn ich die Afrikaner predigen höre, das hat was mit dem Leben zu tun. Ja? Das ist das Wort Gottes, das hineingeht in mein Leben, das mich challenged, herausfolgt. Bei uns sind manche Predigten nur, ich bewältige einen biblischen Text und ich zeige, dass ich ihn bewältige. Ja? Ich sage meinen Studenten immer, das Wichtigste bei der Predigt ist, dass du etwas von den Leuten willst oder dass du ihnen etwas geben willst, ja, dass du sie beschenken möchtest, ja, dass du etwas zum Leuchten bringen möchtest, dass sie in ihrem Leben, deine Predigt muss missionarisch sein. Übrigens, das, weil ich gerade von Papst Benedikt ein paar Bücher lese, also das steckt auch ganz tief in seiner Theologie drin. Der Mann hat nicht Theologie betrieben, um zu zeigen, ich bin so ein großartiger, genialer Theologe, sondern Papst Benedikt hat Theologie betrieben, um die Menschen zu beschenken, indem er das zum Leuchten bringt, ja, was er eben für sich eben durch die Gnade Gottes seiner großen Intellektualität verstehen konnte. Also, was war das Thema jetzt, Thomas? Ich habe mich jetzt völlig verlaufen in dem Ganzen. Also wir brauchen Priester, glaube ich, die das Wort Gottes gut verkündigen. Ich habe jetzt den Zusammenhang vergessen. Jetzt bin ich leider vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Tut mir leid. Pater Karl, das ist wunderbar. Das gibt mir die Chance, nochmal einen anderen Gedanken zu bringen, einen letzten Gedanken in dieser Sendung. Wir haben jetzt sehr viel über Priesterberufung gesprochen. In seiner Botschaft zum 60. Weltgebetstag um geistliche Berufungen hat Papst Franziskus gesagt, die Kirche ist eine Berufungssinfonie. Auch eine christliche Familie zu haben, ist eine Berufung. Und vor allem Familien, die sich dann als Hauskirche gestalten, das steht ja bei uns unten in dieser Sendung, praktisch in dieser Bauchbinde drin, und die dann in der Gesellschaft mit dem Evangelium
als Sauerteig wirken oder mit dem Sauerteig des Evangeliums dort auch leben. Oder es gibt natürlich die gottgeweihten Frauen und gottgeweihten Männer als Berufung und natürlich als Dritte nennt er die geweihten Amtsträger wie Diakone, Priester, Bischöfe. Also beten sollen wir um all diese Berufungen, um ArbeiterInnen. Ich glaube, der liebe Gott erhört auch gendergerechtes Beten oder da hoffen wir drauf. Wichtig ist, dass wir eben diese Berufungssinfonie in der Kirche im Blick haben und nicht nur die Priesterberufungen. Darf ich es noch ein bisschen präzisieren? Ja? Also ganz richtig, eine Berufungssymphonie. Ja? Jeder Mensch hat zum Beispiel Kraft seiner Natur eine Berufung, indem er Mann oder Frau ist, zu einer Ehe, zu einer Gemeinschaft, zu einer Ergänzung im Anderen. Ja? Jeder Mensch hat Kraft seiner Natur eben jetzt Berufung zur Gemeinschaft. Wir sind nicht für eine Isolationshaft in diesem Leben berufen, sondern wir sind zur Familie, zur Gemeinschaft, ja, zum Engagement eben jetzt mit anderen berufen. Das steckt in der Natur. Davon muss man schon unterscheiden, eben jetzt die übernatürliche Berufung. Ja, weil es heißt im Markus-Evangelium heißt es, da kommen ja auch einige, die wollen Jesus und Jesus sagt, na Entschuldigung, nein, danke. Na? Also das ist wirklich eher selektiv. Und im Markus-Evangelium heißt es, er rief, die er wollte. Ja? Und dieses Liegenlassen der Boote am Steg, was da die Jünger machen, das ist schon eine übernatürliche Berufung. Ja? Also diese beiden Ebenen muss man unterscheiden. Ist so ähnlich wie bei dem Begriff Kind Gottes. Jeder Mensch, ja, ob Muslim, ob Buddhist, der ist eben jetzt Kraft dessen, dass er Mensch ist, Kind Gottes des Schöpfers, aber eben der Christ ist durch die Taufe in besonderer Weise jetzt eben ein Kind Gottes, weil er eintritt in die Gestalt des Sohnes. Also wir haben Kind Gottes in dieser Begriffsebene, ja, und wir haben Kind Gottes dann in der besonderen Begriffsebene. Genauso Berufung eben jetzt, jeder in der Kirche hat eine Berufung, ob Familie, ob Ehe, ob jetzt eben ein Dienst, ein Laiendienst in der Kirche, ja, Berufungssymphonie, aber eben innerhalb dessen gibt es noch einmal die besonderen Geist, deshalb sagen wir auch geistlichen Berufungen zum Ordensstand in der Nachfolge Christi, gemäß den drei evangelischen Räten, zum Priestertum, zum sakramentalen Dienst in der Kirche. Nicht? Also wenn wir diese Unterscheidung haben, dann ergibt sich eine Gesamtsymphonie eben der Kirche, wo jeder eben jetzt dankbar sein kann, auch eine Oma, die jetzt zuschaut. Oma, du hast eine Berufung, ja, für deine Enkelkinder zu beten, für deine Familie da zu sein, ja, die Liebe auszustrahlen. Jetzt hast du die Gelassenheit des Alters und das Abgeklärtsein und so weiter. Das ist eine Berufung. Übrigens, vielleicht kannst du mir eine Sendung dazu machen, weil der Papst Franziskus ja einen Sonntag jetzt zum Sonntag der Großeltern erheben wird, dann im Juli. Also nur um dieses Thema zu bringen, ja, jeder, jede hat eine Berufung. Die geistlichen Berufungen brauchen aber das besondere Gebet, weil sie etwas Übernatürliches sind, das einem in eine ganz besondere Dimension der Nachfolge ruft. Pater Karl, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und ich bitte dich noch um ein Gebet und um deinen Segen. Ich lade euch jetzt alle ein, dass wir das Vaterunser einfach beten, ja, in dem Anliegen, das Jesus selber uns gesagt hat, bittet, damit der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte sende. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und schenke seiner Kirche viele wunderbare Berufungen. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.